So, und das war eine eher kurze Pause. Willkommen zurück zu Sailor Moon Another Story. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es... Meh. Ich will einfach nicht glauben, dass der Weg in einen Keller außerhalb eines Palastes ist, wenn man in einem Palast unterwegs ist. So, gucken wir doch mal ein bisschen genauer. Hier ist doch sicherlich irgendein Kram wieder drin. Irgendwo eine olle kleine Platte oder sowas, die wir übersehen haben. Was weiß ich, hier hinten. Auf einmal ist das Bild ein, keine Ahnung, Teleporter zu einem Keller oder so. So, die Räume hatten wir schon. Nee. Okay. Wenn ich ein Keller in einem Videospiel wäre, wo würde ich mich verstecken? Auf jeden Fall nicht außerhalb eines Hauses. Hier ist wieder der... Moment. Nee, okay. I just don't get it. What's the matter with it? I don't get it. Ich bin verwirrt. Ich muss mal hier den Chat aufmachen, sonst sehe ich nichts. Das ist so... Was zum Henker? Echt jetzt mal? Ich check's nicht. Hier irgendwie... Moment. Ernsthaft. Ernsthaft. Man läuft hier... Hier. Hier ist es. Da. Glaube ich zumindest. Okay, erstmal meine Senshis heilen. Ich sag euch, ne, dieser random Kram hier. Komm, wir nehmen dieses diesen kleinen Kram, damit wir ihn los sind. So, Kotelett, was bringst du? Bringst nicht so viel. Oh. Konfetti. Naja, komm, dann nehmen wir jetzt hier alle wieder so eine Jagersuppe. Und dann sind aber alle glücklich, ne? Ja, sehr gut. Freut mich sehr. Einmal abspeichern. Und dann hoffe ich doch, dass wir endlich in den letzten Kampf gehen. Der Keller. Haben wir hier schon mal? Nö, irgendwie nicht. Ah, sehr gut.
Die Energie kommt aus diesem Raum. Richtig, das muss er sein. Stimmt, die Energie kommt von dort. Aber im Gegensatz zu vorher ist sie viel stärker und bösartiger. Du musst etwas gegen diese bösartige Energie unternehmen. Andernfalls versinkt der Palast. Nein, sonst versinkt die ganze Welt im Chaos. Ich weiß, ich werde gegen die böse Energie nicht verlieren. Ich werde alle beschützen, die gesamte Erde. Leute, lasst uns losgehen. Aber, Shibimon, du bleibst hier. Warum? Ich kann auch mit euch kämpfen. Nein, was ist, wenn wir alle sterben? Dann wirst du eh nicht geboren, dann ist eh alles egal. Wer wird dann diese Erde beschützen? Du nicht, denn du bist meine Tochter und wenn ich sterbe, dann bist du auch tot. Wer wird Königin Serenity und Endymion beschützen? Niemand, weil es wird kein Königin Serenity und Königin Serenity und König Endymion geben. Aus diesem Grund wirst du bleiben und deine Eltern beschützen. Weil das alles nicht passiert, wenn diese 5 Leute jetzt sterben werden. Gut. Nun, lass uns entscheiden, wer kämpfen und wer die Verteidigung übernimmt. Einfaches Ding. Wir nehmen die, die wir gerade eben schon angekündigt haben. So. Ihr dürft dorthin. Ihr geht hier auf die Rückbank. Und damit hoffen wir doch jetzt endlich mal, dass wir hier einen Schluss machen. Los geht's. Hier sollte sich eigentlich der Turm der Zeit befinden. Was? Ich dachte, der ist da oben. Aber hier scheint nichts außer Dunkelheit zu geben. Sexy Vibe mit Kopf. Ich habe auf dich gewartet, Sailor Krieger. Apsu, also bist du es wirklich? Hä? Huh? Was ist mit deinem Körper passiert? Ich habe mich mit Sin vereinigt. Ich sehe vielleicht nicht mehr so gut aus, aber all diese Macht. Wenn ich wollte, dann könnte ich den Palast augenblicklich in Staub verwandeln. Aber ich werde euch gern mit meinen eigenen Händen töten, um Genugtuung zu erlangen. Ich möchte dazu sagen, du hast Sin die Macht gegeben, also bist du eigentlich ziemlich schwach. Und außerdem, wenn ich den Palast zerstören würde, dann würde sich die Suche nach dem Silberkristall durchaus als schwierig gestalten. Zudem müsst ihr wissen, dass die letzte Änderung des Schicksals im Kristallpalast stattfinden wird. Was redest du da? Du wirst den Palast und den Silberkristall niemals bekommen. Du willst das Schicksal von unschuldigen Menschen verändern und versuchst ihr glückliches Leben zu zerstören. Warum nur? Ich... Im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen. Okay. Diesmal scheint es wirklich der Endkampf zu sein. Dämon Apsu. Sailor Moon, obwohl, ich schau mal. Mondstein. Nee, die macht hier, die zieht sich erstmal in den Heiligen Gral rein. Und jetzt schauen wir mal, was ihr so bringt mit Feuerherz, Schwert der Venus, Macht des Schwertes und natürlich Wiederkehr des Todes. Zeitwende, das klingt böse. Was jetzt? Oh, das ist tatsächlich mal Schaden, der reinkommt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, 2000 ist schon mal gut. Oder fast 3000. Ja, dann wird Venus jetzt auch vernünftig reinfeuern können. Oh. Oder auch nicht. Gut, ist... Wie soll es auch anders sein? Wir haben keine neuen Fähigkeiten. Wir können aber zumindest gucken, was Sailor Moon an Schaden macht. Ich glaube gar keinen. Ja, Sailor Mars macht ganz normal weiter. Sailor Venus war jetzt irgendwie eher so... Moment, das will ich mir nochmal ganz genau angucken. Aber Macht des Schwertes war nicht so geil. Deswegen
Sklave macht das Schwert, das ist geil. Moment. Ich schau gleich nochmal. Also. Höllensturm. Sieht gut. Wiederkehr des Todes macht irgendwie nur 600 Schaden oder sowas war das, ne? Ja, genau. Macht des Schwertes. Ist vernünftig. Sailor Mars ist auch vernünftig. Sailor Venus ist meh. Okay. Sie war die, die meh ist. Jetzt gucken wir mal, was Sailor Moon kann. Und ob sie überhaupt was kann dadurch. Oder ob das hier nur so 30 Schaden sind. So. Ja, komm. Okay. Wir haben es begriffen. Du bleibst bei dem, was du am besten kannst. Du unterstützt. So. Ode Colonia an alle. Nee. Das war jetzt doof. Sailor Venus übernimmt das Heilen. Na, wo haben wir es denn? Mit der Menübox, genau. Und ihr macht einfach weiter Schaden. So, bin mal gespannt. So, Lebenspunkte sind wieder zurück. Und die EP sind auch wieder da. Ausgezeichnet. So. Und so gehen wir jetzt einfach genau wieder vor, wie wir es vorher auch hatten. Die Musik ist nebenbei irgendwie so, ja, okay. Sie versuchen es. So, wunderbar. Der Kampf ist eigentlich schon geregelt. Wir wissen jetzt, was wir machen müssen. Und jetzt machen die Sailor-Kriegerinnen einfach immer nur noch ein und dasselbe. Dim. Dim, dim. Irgendwie ist das immer nur so eine MIDI-Loop, die hier läuft. Eine MIDI-Loop. Aber das ist eigentlich immer so. Das war früher normal. Aber wenn ich so an andere Spiele denke, gab es da echt coole Soundtracks, die... Weiß nicht. Also der Soundtrack von dem Spiel ist eher so, naja... Es hätte genauso gut ein RPG-Maker-Spiel sein können, denke ich. Aber das ist gut. Nee, das wäre alles zu viel, wenn ich das auseinanderrupfen würde. Ich meine, das ist ein Spiel vom Super, also welches für den Super Nintendo programmiert wurde. Ich finde, es ist schon vernünftig. Also, ich denke mal, es gibt weit schlechtere Spiele. Aber es gibt auf jeden Fall ganz viele Spiele, die besser sind als dieses. Ich weiß auch nicht, was ich dazu noch groß sagen soll. Ich lasse einfach A gedrückt, während ich dann ganz gemütlich zur Seite greife, meine Flasche Eistee kralle, mir auf den Schoß lege, irgendwie so, dass ich die Flasche öffnen kann. So. Und dann trinke ich einfach nebenbei, während ich die ganze Zeit die A-Taste gedrückt halte, weil das geht hier eh alles automatisch jetzt. Oh, anstrengender Kampf. Also mein Zeigefinger aktuell, der wird hart belastet. Dadurch, dass er die ganze Zeit gedrückt halten muss. Das Miese ist halt eben auch, hätte ich nicht die richtige Stufe für diesen Kampf, dann wäre ich wahrscheinlich, also wären es wahrscheinlich nur 5 Stufen, unter Stufe 99, würde sie wahrscheinlich mit einem Hit irgendwelche Sailor-Kriegerin aus dem Leben matchen, was diesen Kampf einfach unspielbar machen würde. Ganz davon ab, dass wir sowieso hier gar nicht angekommen wären, weil uns die anderen
die Opposito Senshi uns nämlich schon dran gehindert haben, hier weiterzukommen. Aber egal, wir lassen uns hier einfach mal so laufen, ne? Ach ja. Und sonst so, was geht bei euch? Spannender Kampf. Oh, ich dachte gerade, ich hätte gewonnen. Nee, irgendwie nicht. Ich gucke hier in der Zeit so ein bisschen den Chat an. Zum Glück haben die Bosse hier keinen Enrage oder so. Das sind auf 10 Runden sagen, so jetzt habe ich keinen Bock mehr und hitten einfach einen, also matchen einen mit einem Schlag aus dem Leben. Andererseits wäre das dann echt bitter. Also seit meine Charaktere auf 99 sind, habe ich keine Angst mehr vor diesen Bossen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass der Kampf hier noch irgendwie 30 Minuten geht oder so. Wäre nicht das erste Mal, dass ein Kampf so lange dauert. Kann jetzt nicht, eigentlich kann es ja nicht so lange dauern. Ich meine, wie viel Schaden haben wir jetzt schon gemacht? Also irgendwas um die, keine Ahnung, 20.000, 25.000 bestimmt. So, das waren alleine schon 3.300, 6.300. Das hier ist, keine Ahnung, die 10. Angriffsrunde, dann liegen wir schon gut bei 60.000. Ja, dann hat die wahrscheinlich tatsächlich so 99.999 Lebenspunkte oder so. Weil sich der Programmierer am Ende gedacht hat, der muss so krass sein. Und, oh. Yay! Das sieht doch jetzt wirklich mal aus, als wäre das ein Bosskampf gewesen. Erfahrungspunkte 0, Yen 0. Das sieht gut aus. Schon wieder. Ich wurde besiegt. Aber ich komme wieder. Ich werde noch einmal mit eurem Schicksal spielen. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Verstanden. Macht des Mondes. Verwandle sie zurück. Wie? Nein. Mein Körper. Uah. Wo bin ich? In der Nähe des Kristallpalastes. Warum habt ihr mich gerettet? Wir sind Feinde. Ich weiß es nicht. Wir möchten niemanden hassen. Das liegt wohl an Sailor Moon. Ich habe verloren. Ich habe alles verloren. Sin,
Deine Freunde sind hier und auch dein Bruder Ansha. Schwester! Ich bin froh, dass du lebst. Ansha hatte sich so große Sorgen um dich gemacht, Sin. Ja, wenn du noch am Leben bist, hättest du ihr wenigstens mal Bescheid sagen können. Genau, das ist, aber es ist toll, dass du in Ordnung bist. Er hat um dich geweint, weißt du? Hey, du hast versprochen, das nicht zu erzählen. Es tut mir leid. Ich danke euch. Was redest du da? Sin, es ist dein Verdienst, dass wir alle noch am Leben sind. Ohne dich wären wir nie so weit gekommen. Ja, durch Sin sind wir nun alle Freunde. Oder sollten wir Apsu dafür dankbar sein? Du redest mal wieder Mist. Ishtar könnte recht haben. Es könnte Apsu gewesen sein, die uns alle zusammengebracht hat. Seht ihr? Ich weiß, wovon ich rede. Warum du... Prinzessin! Ich meine, Shibyusa. Ja? Das gehört dir. Oh, mein Anhänger. Ich dachte, ich hätte ihn während der Parade verloren. Danke. Hattest du ihn die ganze Zeit? Ja, ich habe ihn aufbewahrt, bis ich ihn dir zurückgeben konnte. Denkst du, es wäre möglich, dass wir uns wiedersehen? Na klar. No. Schmatsch. Mach's gut, Ansha. Zeit zu gehen, Shibyusa. Hm? Ist Ansha jetzt dein Freund? Du hast es gesehen? Hey, es ist gemein, jemanden heimlich zu beobachten. Schon gut. Wie schon das alte Sprichwort besagt, gleich und gleich neckt sich gern. Meinst du nicht gleich und gleich gesellt sich gern? Shibyusa, du bist genau wie Ansha. Du hast eine Schwester, die dich liebt. Naja, es ist nicht ganz dasselbe. Ich muss nun zum Turm der Zeit zurückkehren. Passt auf euch auf. Sailor Moon, gib auf die kleine Lady Acht. Keine Sorge, das werde ich. Und kleine Lady, sei schön brav. Ich bin immer brav. Bis dann. Mach's gut, Pluto. Nun ist alles vorbei. Ja. Das Schicksal ist etwas Seltsames. Manchmal denkt man, man wird durch eine unsichtbare Kraft gesteuert. Aber es ist nicht wirklich wahr. Zu sagen, es sei Schicksal und sich damit abzufinden, ist einfach... Aber ich habe gesehen, was wahres Schicksal ist. Durch Bunny. Hey, du machst mich ganz verlegen. Oder was ist los? Noch ein Feind? Hotaru! Mir geht's gut. Mein Schicksal wird wieder normal. Stimmt, Hotaru war ja eigentlich ein Baby. Ja, sie verwandelt sich zurück. Es tut mir leid, Shibyusa, aber es ist an der Zeit, Lebewohl zu sagen. Nein, geh nicht. Es ist traurig, ein zweites Mal Lebewohl zu sagen, aber ich hoffe, wir können eines Tages wieder zusammen spielen. Hotaru. Bunny und die anderen. Ich bin froh, dass wir die Möglichkeit hatten, gemeinsam zu kämpfen. Ich hätte beinahe meine Kraft eingesetzt und diese Welt zerstört, aber ihr habt das verhindert. Passt auf euch auf. Ich
Ich denke, es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen. Macht es gut, Leute. Ich hoffe, dass wir uns nicht erneut über den für einen Kampf treffen müssen. Aber sollte etwas passieren, dann könnt ihr jederzeit Kontakt zu uns aufnehmen. Wir sehen uns morgen. Bis dann! Mach's gut, Bunny. Wir sehen uns in der Schule. Bunny, bald stehen Prüfungen an. Lass uns unser Bestes geben. Viel Glück. Ja. Nun solltest du etwas lernen, Bunny. Gut, wir sehen uns morgen. Chibiusa, es wird Zeit fürs Essen. Okay. Wir sind zu Hause. Ui. Finally! Das war Sailor Moon Another Story. Wundervoll, ein grandioses Spiel. Ich bin so begeistert. Nicht. Also, passt auf. Es ist ein Rollenspiel, es ist gut gemeint. Es ist für eine Fanbase gedacht, die Sailor Moon sehr toll fand. Ich fand Sailor Moon auch toll, so ist das nicht. Ich weiß nicht, ich habe die Serie damals total gerne geguckt. Da war ich, keine Ahnung, in der Grundschule und dann später noch in der Orientierungsstufe und irgendwie sowas. Völlig egal, ewig lange her. Ich habe die Serie geguckt. Ich habe dafür damals ZDF, als das noch bei ZDF lief, das müsst ihr euch mal vorstellen, habe ich das erste Mal gesehen. Als es dann auf RTL 2 gewechselt ist, habe ich es auch jeden Tag gesehen und so weiter. Immer wenn ich aus der Schule kam, gleich, ne? Klack, Fernseher an, Sailor Moon, yeah, nice, 2 Folgen und dann geht's weiter. Oder manchmal nur eine Folge, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das war immer nur eine Folge bei Sailor Moon. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall war das, war ich voll into Sailor Moon zu einer gewissen Zeit. Und ich mochte Shibuya noch nie, muss ich mal ehrlich gestehen. Ja, die ging mir schon früher auf den Sack, die ging mir auch später auf den Sack und die geht mir immer noch auf den Sack, weil ich nach wie vor der Meinung bin, sie ist der nutzloseste Charakter von allen. Aber das ist jetzt so ein persönlicher Hate, der da gerade läuft. Was hat dieses Spiel gut gemacht? Ich glaube, es hat die Fanbase erfüllt. Definitiv. Na, ich meine, es ist ausnahmsweise mal kein Prügelspiel von Sailor Moon. Alle anderen Sailor Moon Titel sind Prügelspiele. Also ernsthaft. Ja, man kann so viel aus diesem Sailor Moon Franchise machen, aber das Einzige, was die sich dabei gedacht haben, war, ja, die kämpfen ja in der Serie, also lass doch einfach mal so Street Fighter-like die Sailor Krieger gegeneinander antreten. Und unter all diesen ganzen, wir lassen die Sailor Kriegerinnen gegeneinander kämpfen, spielen, was so ein bisschen Dragon Ball Charakter hat, ne? 50.000 Mal ein und dasselbe Spiel und jeder kauft's. Das waren die wahrscheinlich kleinsten Credits, die ich je gesehen habe in einem RPG. Auf jeden Fall ist das dann halt eben so ein exotisches Spiel tatsächlich gewesen. Ich meine, auf einmal kommt ein Rollenspiel von einer bekannten Serie, die sich in einen bestimmten, ich glaube, zwischen die dritte und vierte oder vierte und fünfte Staffel von Sailor Moon irgendwo einordnet oder irgendwie sowas. Ich habe keinen Plan, kann möglich sein. Aber so in dem Dreh war das. Und da dachte ich damals auch schon, ich habe das schon vor zig Jahrzehnten mal angetestet, dieses Spiel. Und habe es dann eigentlich nie weitergespielt, weil ich war echt begeistert, dass es davon ein Rollenspiel gibt. So, und jetzt fängt es halt eben an. Das Spiel war, es ist ein Sailor Moon Spiel. Man kann jetzt keine groß, krass durchdachte, tiefgründige Story erwarten.
Na, das war mir von vornherein klar. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass mir so das erste Drittel richtig gut gefallen hat, weil das genau dort abgeholt hat, wo man eigentlich ist. Ne? Im Manga erstmal alle Klischees bedienen, jeden Charakter erstmal so einfließen lassen und so weiter. Tolles Ding. Fand ich total geil. Das zweite Drittel war gut. Es hat mir Spaß gemacht, weil auf einmal jeder Einzelne seinen eigenen Spot bekommen hat und jeder so einmal so einen richtig krassen Fokus bekommen hat, den man dann halt eben durchlaufen musste. Und dann kam das zweite Drittel, welches einfach nur random zusammengeschustert war, damit dieses Spiel nicht innerhalb von kürzester Zeit oder an einem Nachmittag durchgespielt werden kann. So, wie es fing an mit diesem Buchladen. Ich muss jetzt einen Buchladen kaufen, welches so dermaßen hohl war. Wir brauchen ein Buch über den Mond. Das war die Aussage. Wir brauchen ein Buch über den Mond. Ja, ganz davon ab, es spielt in den 90ern, das Internet war noch nicht so verbreitet und so weiter. Das ist alles okay. Ja, das kaufe ich denen ab. Deswegen lasse ich das einfach mal so stehen. Aber dieses... Wir kaufen ein Buch über den Mond, Leute. Öffnet Amazon und schreibt mal Mond rein. Ihr werdet 5 Milliarden Bücher über den Mond finden, weil irgendwie jeder, der irgendwas dazu geschrieben hat über, keine Ahnung, über die letzten zig Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte, wenn nicht sogar Jahrtausende, ja, und das war schon der erste Moment, wo ich dachte, komm, ist okay, wir machen das Ganze jetzt einfach mal mit, weil es bleibt uns ja nichts anderes übrig, um diese Story zu spielen. Und dann ging die Bullshittery los. So, tu das. Ja, aber wo? Ja, das musst du herausfinden. Dir wird auf einmal so ein Open-World-Feeling geliefert mit irgendwie 10 verschiedenen Orten, die man betreten könnte. Man konnte ja die alten Orte auch betreten, ja, man nach diesem Time-Warp. So, und dann heißt es, jetzt finde den richtigen Ort. So, und dann dieser Moment, dieser richtig beschissene Moment, in dem es hieß, und jetzt drücke die richtige Taste. Wer soll darauf kommen? Wie viele Stunden Spielzeit sitzt man bitte schön, nur um herauszufinden, dass man eine Taste auf seinem Controller drücken muss, damit man dahin kommt, wo man hin muss. Und es reicht nicht nur, dass man das einmal macht, nein, man muss das Gebiet verlassen, nur um dann wieder dahin zu kommen, damit es einen Szenenwechsel gibt und solche Sachen. Alter! Wer hat sich das auch gedacht? Ich glaube, es hackt. Ich habe am Anfang ja schon gewusst. Ja, ich wusste ja durch das erste Mal anspielen, dass der erste Bossfight mit Sailor Merkur in wo war denn die ja nochmal unterwegs? In der Arktis? War das in der Arktis? Nee, in den Alpen. Stimmt, die waren in den Alpen. Mit Sailor Merkur in den Alpen. Mir war ja schon von vornherein bewusst, dass der erste Boss so ein Damage-Check oder so ein Level-Check ist. Deswegen dachte ich mir, okay, guck ich mal, okay, ich war das letzte Mal irgendwie Stufe 16, dann versuche ich es jetzt mit Stufe 20, und dann war der Fight easy. Gar kein Problem. Da konnte man sich dran richten. Ja, dass die Kämpfe dann auf einmal so unausbalanciert waren, war ja irgendwie, oh, ja, so scheiße gelaufen. Aber dann gegen Ende. Erst so, ja komm, wir sind alle Stufe 40, butz, kaputt. Dann gab es mal so eine ganz kleine Phase, wo die Gegner tatsächlich mal ein bisschen angepasst waren auf das, was man eigentlich schon erreicht hat. Und dann kommt so dieser Moment, okay, du kommst hier locker hin, du schaffst die Gegner eigentlich relativ souverän, so, die Kämpfe sind fordernd, und dann kommen auf einmal die Dudes und sagen, One-Shot. Ach so, kennst du schon das Neueste? Der Gruppenschaden one-shottet euch alle. So, wo man da sitzt. Was? Und, oh, also, nee, ich bin geplatzt. Ich bin richtig geplatzt. Und dass das Spiel jetzt auch noch gut anderthalb Stunden noch braucht, bis ich es durchspiele, das hat mich tatsächlich an einer gewissen Art und Weise positiv überrascht. Aber ich wollte es am Ende nur noch durchhaben, einfach weil ich diesen Bullshit endlich durchhaben wollte.
hätte dieses Spiel konstant diese Schiene wie im ersten zwei Drittel oder in den ersten zwei Dritteln durchgezogen, dann wäre es ja okay. Dann hätte ich gesagt, das waren, ja, da waren wahrscheinlich Leute am Werk, die keine Ahnung von Rollenspielen haben. Aber dieses letzte Drittel war doch bewusst. Die haben doch absichtlich gesagt, ja komm, wir reißen die Spielzeit hoch, damit die Leute alle nochmal, damit sie alle Charaktere auf Maximum Level bringen, damit die überhaupt erst eine Chance gegen die Bosse haben und dann sind die Bosse zu einfach. Das ist doch lächerlich. Das ist ridiculous. Wie dem auch sei. Wir sind durch. Dieses Let's Play ist beendet. Ich kann mich jetzt wieder einem schönen Let's Play wenden. Und zwar Final Fantasy VII. Herrlich. Ich freue mich drauf. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Vor allem die Leute, die halt eben diesen Midnight Gaming Stream auf einmal noch angeschaltet haben und mit mir zusammen dieses Spiel dann doch noch bis zum Ende geguckt haben. Ich bin hier raus. Ich habe keinen Bock mehr auf das hier. Und, oh, ich weiß nicht, es gibt einen Fanableger von diesem Spiel. Na, also ein Fanableger im Sinne von Another Story 2, eine Fortsetzung von Fans, gemacht mit einem Game Maker. Und, oh, ich weiß nicht, wenn die sich auch nach deren großen Vorbilder orientieren und ebenfalls so einen Müll verfabrizieren, habe ich gar keinen Bock drauf. Aber ansonsten wäre ich eigentlich voll mal gespannt, dorthin zu gehen. Das Miese war, ich habe ja hier noch die Möglichkeit, dass ich ja wenigstens beim Controller eine Turbo-Taste habe. Ich konnte das Spiel beschleunigen um irgendwie das 20- oder 30-fache. Damit hat das Leveln nur ein Zehntel der Zeit gekostet. Jetzt stellt euch mal vor, ihr könnt das nicht, weil ihr nicht auf dem Emulator spielt, sondern auf einer Super Nintendo oder auf dem Super Famicom, wie es in Japan rausgekommen wäre. Ihr hättet Stunden in diesem Spiel gebraucht, um überhaupt Stufe 99 zu erreichen, um überhaupt gegen diese Bosse anzutreten. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Wie gesagt, vielen, vielen Dank auch an euch im Stream, die das Ganze mit mir durchgezogen habt. Und es hat mich gefreut, dass es euch Spaß gemacht hat. Mal gucken, was die Leute bei YouTube dazu sagen. Ich weiß es nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch schöne Ostertage, auch wenn das für die Leute in YouTube zu spät kommt. Auf YouTube zu spät kommt. Aber ich werde mich jetzt auch hinlegen. Und dann vermutlich so in 12 oder 13 Stunden wieder Final Fantasy VII reinschmeißen. Macht's gut. Bleibt gesund und bis bald. Der Duftetyp verduftet erstmal.